Die Ölpest im Schwarzen Meer vom Wochenende hat ein juristisches Nachspiel. Die zuständige russische Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung des Vorfalls eröffnet. Die Verschmutzung in der Nähe von Noworossijsk fiel offenbar schwerer aus als zunächst vermutet. Der Hafen der Stadt gehört dem Caspian Pipeline Consortium, das Rohöl in Kasachstan fördert und durch Pipelines leitet. Das Unternehmen hatte zunächst angegeben, dass nicht mehr als 12 Tonnen ausgetreten seien. Experten gehen von bis zu 80 Tonnen aus. Niemals zuvor habe es im Schwarzen Meer einen vergleichbaren Vorfall gegeben. Auch diese Tierärztin und ihre Schützlinge sind betroffen. Wir wussten nichts von der Ölpest. Morgens zu Beginn der Arbeit haben wir uns umgesehen und sahen dann den Ölfilm auf dem Wasser. Er war überall. Nach Angaben der russischen Behörden ergaben die Untersuchungen von Wasserproben keine besorgniserregenden Resultate.